Das ist Teil 2 bei Giotti am Stand und wir haben einen Fachmann. Und den kennt ihr vielleicht schon aus dem ersten Teil, da haben wir uns angesehen, dieses Modell, den 60T. Und Weltpremiere, weil es gab bis jetzt noch keine Vans. Nein, gab es nicht. So, und im ersten Teil hatten wir den T60 vorgestellt. Das heißt, ein 6-Meter-Fahrzeug im Kastenwagensegment. Da steht der graue. Jawohl. Der steht. Jetzt haben wir noch den weißen. 5,41 Meter. Auch für 3 Personen. Nochmal aus dem ersten Teil, um auf das Bett zuzukommen. Guter Hinweis, da gehen wir auch ruhig nochmal zurück. Hier einmal, damit man das mal einmal sieht. Ja. 1,85 mal 1 Meter am oberen Teil und am unteren Teil 65 breit. Und das ist für einen Kastenwagen schon sehr, sehr viel, was die Dinette angeht. Also ich habe es nicht so groß eingeschätzt. Wir haben jetzt gerade im 60T davon gesprochen. Videolink hängt oben links drin. Da habe ich eher mit 1,70 Meter mal 70 gerechnet. Aber das ist ein Bett, wo man wirklich jemanden noch hinlegen kann. So ordentlich, ja. Ja. Sehr schön. Guter Hinweis. Und jetzt kommen wir zu diesem Fahrzeug. Den gibt es auch mit 3,5 Tonnen, ursprünglich mit 3,3, oder? Kann Korrekt. Man dann auf 3,5 haben? Genau, den kriegen wir auch auf 3,5 Tonnen. Auch wieder auf Fiat, auf Peugeot-Chassis, auch mit Automatik das Fiat-Chassis wieder, wenn man möchte. Ja, wir haben jetzt oben in dem Fall mit LED-Beleuchtung. Gibt es natürlich mit Markise, Fahrradträger, Satellitenanlage, was das Herz begehrt. Ja, klar, ist alles möglich. Profis für den Einbau. Ne? Und auf Citroën und auch auf Fiat? Ja. Auch wie den 60er, den wir vorher gefilmt haben, beide Varianten. Korrekt. Und Peugeot. 3 haben wir. Ach, Peugeot auch noch? Peugeot auch. Volle Auswahl. Korrekt. Sehr gut. Das seht ihr mal, das ist doch auch geschickt bei Fiat. Wir erwähnen es nochmal. Freut uns natürlich auch, weil wir ein gebürtiges Peugeot-Autohaus sind. Ja, stimmt. Und natürlich in dem Punkt dann auch nochmal punkten können, nochmal umfangreicher mitzuarbeiten mit dem Kunden. Ne? Übrigens sprechen wir hier von Automobile Hillebrand in Paderborn und Bad Wünnenberg. Und wir nutzen natürlich die Gunst der Stunde, um hier am Tag vor dem Start auf dem Caravan-Salon euch nochmal die Neuheiten schön langsam anzuteasern. Ausgiebige Videos gibt es natürlich dann auch von Hillebrand, sprich von dir, mein Lieber. Und ich komme auch nochmal vorbei und dann machen wir wieder Roomtours. Und dann können wir auch mal ins Detail gehen. Wenn ihr wollt, dann filmen wir auch noch in den Frischwassertank rein. Genau. Ja, 541 ist natürlich das perfekte Stadtfahrzeug, ganz klar, ganz oft gesucht. Genau. Hatte mal eine Flaute in der Campervan-Branche, da hat keiner mehr 540 hergestellt und auf einmal ist es wieder nachgefragt. Genau. Wir haben bei dem jetzt auch wieder Rahmenfenster, auch oben wieder die neue Kamera, wie bei dem anderen auch. Und genau, wenn wir schon da sind, machen wir gerne mal auf. Hier einmal aufmachen. Sehen wir hier jetzt den Einsatz für den vorderen Schlafbereich, für den Umbau Sitzgruppe. Und der ist mit Lattenrost. Ja, das hast du normal auch nicht. Da kriegst du irgendeine Platte hin. Richtig. Und dann ist es das gewesen. Wie beim T60 auch. Gaskasten sitzt hier an der Seite. Und auch das Bett wieder klappbar. Vollkommen logisch. Ja? Ganz gut. Alles richtig. Ja, Vorteil ist natürlich beim 541 und beim 6 Meter, da hast du jetzt noch nicht die Zulassungsprobleme, hast du manchmal mit der Zulassungsstelle. Die Zuladungsprobleme haben wir hier eigentlich noch nicht. Nein. In der Ausstattung, was hat der 700 Kilo Zuladung? Auf 3,5. Kommen wir gut mit aus. Ja, ich denke auch, fahrbereite Masse weg, der wird nicht mehr als 2,8 wiegen. Nein. Kannst du auch mit dem 3,3 Tonnen Chassis problemlos fahren, das Fahrzeug. Doch prima. Und da reden wir jetzt vom preislichen Segment zwischen und oder. Wir geben ja nur circa Preise an, weil jeder kann sich... Liegen wir so bis 43 circa, aber dann schon sehr gut ausgestattet. Ne? Die kann sich ja jeder gerne melden. Natürlich. Adresse ist unten drin von Hillebrand. Anrufen, konfigurieren lassen. Oder auf der Messe vorbeischauen. Hier auf der Messehalle Messe vorbeischauen. Richtig. Stand vom PLA. Genau. Ich bin hier. Online-Ticket reservieren. Genau, und, so sieht's aus. Maske einpacken und dann geht's los. So sieht's aus. Natürlich unter den ganzen üblichen Vorschriften, unter denen man hier Europas ersten Messe-Reboot macht. Also das ist schon auch beachtlich. Wer hätte gedacht, dass die Camper die erste Messe starten? Richtig. Und da sind wir auch verdammt glücklich drüber. Ja, wir brauchen das auch als Informationsmedium. Ja. Absolut. Mein Digital ist schöner, man will ja mal was anfassen. Auch noch. So ist es. Ich will ja auch nur teasern. Ich will ja auch nicht immer komplett alles sagen, alles zeigen. Die Menschen sollen doch zum Händler gehen und dann auf vernünftige Fachberatung stoßen. Und ich weiß, bei dir klappt das ganz gut. Wir haben ja noch was Schönes vor. Wir haben von einem ganz netten Kunden von dir ein nettes Video bekommen, das wir demnächst mal veröffentlichen müssen. Aber mehr sagen wir nicht. Ihr werdet euch wundern. So ist es. Das hängen wir mal dran, oder? Ich werd ihn vorher noch mal fragen, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Aber das ist eine nette Geschichte. Ich habe schon gesehen, man muss ja die Menschen ein bisschen heiß machen. Ja. Ja. Oben CP-Plus-Steuerung von Truma,
Unten haben wir nochmal Stauraum im Boden, den wir rausnehmen können. Das heißt, wir haben hier nochmal eine Klappe. Ja. Der eine oder andere kennt es schon vom Pilote. Darunter haben wir in diesem Stauraum ist verbaut einmal die Bordelektronik mit Sicherungskasten. Ja. Das heißt, wir haben da dann eben halt die Möglichkeit, wirklich schnell mal eben dran zu kommen, wenn irgendwas fliegt und das beim Kastenwagen durch den beengten Raum halt sonst immer relativ schwierig. Ja. Ne? Ja, zweier Kochfeld von Dometic mit Spüle, alles in eins. Mal schön sauber machen, sage ich immer dazu. Genau. Und da wir eine begrenzte Länge haben, würde ich sagen, tauschen wir einfach mal, damit du wirklich mal alles erfassen kannst. Alles gut, richtig, so schaut's aus. Also ich gehe nochmal mit euch hier in Ruhe rein. Und dann filmen wir. Hier entsteht natürlich ein riesiger Platz, gell? Das ist toll. Ja, das ist. Kann einer wirklich gemütlich aus der Dusche rauskommen. Du musst jetzt nicht unbedingt aus dem Auto hüpfen. Das ist natürlich auch ein Kastenwagen, ist ein Kastenwagen. Ja? Da geht es jetzt nicht wie beim Vollintegrierten oder Teilintegrierten mit drei Leuten nebeneinander. Genau. Aber der hat natürlich auch seine Vorteile. Kühlschrank unten, da werden wieder einige sagen, oh, das will ich aber nicht haben. Liebe Leute, ihr müsst euch entscheiden, das geht halt mal nicht anders bei 5,41 Meter. Aber dafür kommt irgendwo sind dann mal halt Grenzen gesetzt, weil irgendwo muss man auch seine Sachen noch verstauen können, sonst bringt das alles nichts. So ist es. Ne? Weil ich es bequem am Kühlschrank habe, habe aber nur die Badehose dabei. Und du willst ja auf dem Schrank vor allem auch nicht verzichten. Ja? Und deswegen muss man einen Kompromiss finden. Nein, so weil auch gerade Kastenwegen wird ja immer populärer. Die Leute fahren immer länger damit. Das ist wirklich nicht mehr nur das Wochenend-Freizeitfahrzeug, um eine Städtetour zu machen. Richtig. Sondern viele fahren auch wirklich mit dem Kastenwagen mal ein bisschen weiter weg. Klappt, flutscht, softlos, damit auch schon vorgeführt. Alles prima. LED-Touchleuchten drin, natürlich Voll-LEDs in der Branche eingezogen. Ambiente-Beleuchtung vorne, macht es auch ein bisschen kuschelig, die Geschichte. Auch mit den Bezügen, die Haptik ist ganz interessant gemacht. Das fühlt sich ja an wie Alt-Andara. Ein bisschen, ja. Ja, Textilleder drin, schön pflegeleicht. Auch wieder schön wie bei PLA auch, mit der Bestickung in der Kopfstütze. Das zeigen wir. Das machen wir. Soll ich mal drehen, jetzt sitzt. Alles oder gut, ich hab ihn. Gott. Ah, ich hab's voll drauf, glaube ich. Ja, schön. Kann man nichts falsch machen. Wer also wirklich einen preisbewussten Wagen sucht in der Länge, ist hier wirklich aufgehoben, gut aufgehoben. Definitiv. Führen wir jetzt nochmal ins Bad rein, da waren wir noch nicht. Das reicht auch für die langen Beine, dass man die ausstrecken kann. Dann haben wir das auch einmal komplett mit erfasst. Gibt es denn auch mit dem Fenster im Bad? Gibt es optional sieht auch. Sieht glaube ich, fast aus. Man kann es sogar nachrüsten, wenn einer möchte. Richtig in Erinnerung habe. Das Ding ist halt, wir haben die Listen jetzt so kurzfristig gekriegt, ganz weil das Auto wirklich so neu ist. Ihr macht euch schlau. Und dementsprechend. Aber nur falls wer das will, da kann man eins einbauen. Wobei man ja jetzt also von der Tendenz her sagen muss, es sind ja nicht alle hier am Duschen. Nein. Ist so. Also ich glaube, das beschränkt sich auf, ich möchte jetzt keine Prognosen machen, wer im Kastenwagen duscht und wer nicht, da haben wir schon diverse Diskussionen. Aber da kenne ich auch genug, die im Teilintegrierten oder Vollintegrierten nicht duschen, genau, weil sie einfach sagen, ich möchte das halt nicht. Ne? Aber zur Not hast du es dabei. Genau. Genau so sieht es aus. Schön, alles wunderbar. Jetzt haben wir mal einen groben Einblick gegeben, wie gesagt, weitere Infos beim lieben Marco Sander. Jetzt habe ich mich nur blöderweise hier mit meiner Tasche eingehängt, das passiert mir auch öfter. Also ihr könnt jetzt zum einen hier auf den Caravansalon kommen. Du bist ja die ganze Zeit da. Ich bin logisch. Die ganze Zeit da. Bis wir zum Ende. Der endet am 13. Richtig. Und sollen wir noch einen Teaser einbauen, was wir diese Woche noch für euch bringen? Ich habe eine ganz interessante Anfrage gehabt von einer siebenköpfigen Familie mit wirklich kleinen Kindern, die unbedingt ein Wohnmobil wollen. Und ich komme hier auf den PLA-Stand. Wollen wir da nochmal einfach nur hinschwenken? Wir gehen jetzt nicht rein, wir verraten nicht so viel. Aber gleich mal für alle siebenköpfigen Familien oder mehr. Richtig. Das Schöne ist, PLA hat wirklich in diesem Bereich, in der Zusammenarbeit mit Jotti, wirklich es geschafft, wirklich alle Bedarfs oder den Bedarf wirklich komplett abzudecken. Richtig, ne? Von 1 bis. Richtig. 7 ist toll, wir schauen uns den noch in Ruhe an, da machen wir dann wirklich eine ausgiebige Geschichte. Allerdings muss man immer dazu sagen, ich hoffe, derjenige Zuschauer fühlt sich jetzt schon angesprochen und sieht es vielleicht. Wir machen das exklusiv für dich. Allerdings muss man natürlich wirklich sagen, da geht mit 3,5 Tonnen nichts mehr, liebe Leute. Da brauchst du ein Heavy-Chassis, da brauchst du kleine Auflastung. Besser ist es. Wenigstens 3,58, alles andere macht keinen Sinn. Richtig. Da heißt es dann Führerschein machen. Und die jährlichen Routinen pflegen, weil ihr könnt ganz einfach über den Daumen sagen, das Fahrzeug hat jetzt vielleicht 2,9 Tonnen sehr wohlwollend vom Leergewicht angesetzt oder von der Masse, also eher 3. Er ist ja doch auch lang
Und dann noch ein paar Leute rein. Ein bisschen was in den Kühlschrank wollt ihr auch haben. Es bringt ja nichts, wenn ich dann alle 10 Kilometer zum Tanken fahren muss damit, weil ich den Dieseltank nicht mehr voll machen kann. Ja. Richtig. Aber es ist eine Alternative. Da hast du recht. Dann sehen wir uns wieder. Gerne. Alles klar. Ich freue mich. PLA, Pilote, Reisemobile Hillebrand. Da steht's drauf. Yeah, das war das Richtige. Mit dem Daumen nach unten. Wir machen nochmal einen Daumen hoch. Wir wünschen euch was. Alles klar. Alles Gute dir. Viel Erfolg. Haltet die Ohren steif. Es ist echt ein respektabler Job, das jetzt durchzuziehen, auch für euch. Unter diesen Konditionen, aber auch einen lieben Respekt an alle, die schon seit langem mit Mundschutz arbeiten müssen im Handel. Wir merken das jetzt erst. Wir können uns ja sonst ein bisschen freier bewegen. Altenpfleger etc., Feuerwehrpolizei. Supermarktverkäufer, alles. Also ihr habt echt unsere Doppel-Likes dafür. Richtig. Macht's gut, passt auf euch auf. Bleibt gesund. Wir sehen uns bei Hillebrand oder in Düsseldorf. Ciao. Tschüssi.